Ja, einen wunderschönen guten Tag zu wünschen. Hier bei oben. Disney Pixars oben. Auf der PlayStation 5. Genau. Dieses wunderbare Spielchen, das mich dazu gebracht hat, inspiriert hat, weil dieses Jahr 2023 100 Jahre Disney ist. Genau. Und dafür habe ich mich entschieden und ich ziehe das jetzt durch. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss mir nur überlegen, ob ich überhaupt die ganzen Collectibles da hole. Weil das ist schon ein bisschen brutalst. Töfte geht nicht, ja, weil man es nicht nehmen kann, weil das Spiel, glaube ich, was hat. Ein gescheit Nährrohr. Ja. Dort eine Verbuckung. Eine kleine Verbuckung hat das. Und sonst, ja, weiß ich nicht. Wir spielen es einfach einmal die Story durch und dann schauen wir. Ich muss mir dann überlegen, wie ich tue. Ja. Wird Hund. Wird Hund, ich tue wird Hund. Wir probieren einfach, genau. So, kriegen wir da was dafür? Am Pickel. Du hast Munds Pickel gefunden. Russell kann sich damit nun in Spalten an speziellen Felsen einhaken. Halte nach Funken sprühenden Felsen aus. Haben wir das überhaupt schon mal gehabt? Nach Funken sprühenden Felsen? Ist das das, wo die Kristalle da waren? Also diese. Könnte sein. Nein, ist wurscht. Wanda macht das eher automatisch, glaube ich. Okay, das haben wir jetzt für den Kampf von vorhin noch bekommen, ja, vom vorigen Clip. Jetzt schmeißen wir uns in das nächste Kapitel rein. Das da ist 8, häuslich gebunden. Okay. Aber wir müssen Kevin vor den Hunden beschützen. Nein, kommt nicht in Frage. Wir müssen mein Haus zu den Paradiesfällen bringen. Den Wildniserforscher zieht es raus. Er ist ein Freund von Baum und Maus. Das reimt sich nicht mal. Ja, das stimmt. Ein toller Junge, was, Ellie? Na gut. Aber sie haben sich jetzt zumindest schon einmal eine gute Idee da einfallen lassen. Mit so einer Art Gummiband oder was das ist, oder wie ein Bungee-Jumping-Seil, ja? Sich da festgebunden hat, zumindest das Haus nicht verlieren können. Ja? Oder dass das Haus sie nicht verlieren kann. Ja? Das finde ich einmal nicht so dämlich. Ja? Aber ja. Schwebt, glaube ich, immer nur an die 1000 Luftballons. Ja? Also eigentlich, da sind es nur 99. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind es nur 99 Luftballons. So, jetzt habe ich da nicht aufgepasst. Oh, war da hinten noch mal was? Da habe ich zu wenig geschaut jetzt, aber ich glaube, da war eh nichts mehr, oder? Boah, ist eh wurscht das. Weil alles kriegen wir sowieso nicht mehr an Collectibles. Ich habe eh schon aufgegeben. Ich habe schon bei O gegeben mittlerweile. Nein, da war nichts mehr. Gut. Jetzt hoffe ich, dass wir wieder mal ein normales Level haben, weil das ist lauter kurze Sachen, also extrem kurze Sachen. Das sind nur so 4, 5, 6, 7 Minuten. Das ist halt da ein bisschen fast wenig, ne? Aber ja, wie es ist, so ist es, wie gesagt. Wie es ist, so ist, kann ich da rauf, ja, kann ich. Da hier unten ist eh nichts mehr. Aber schöne Gegend da, ich meine, für damalige PlayStation 2 Verhältnisse, glaube ich. Und das ist, glaube ich, schon PlayStation 2 Qualität, Grafik, technisch, so. Drücke X, um einen großen Sprung zu machen. Ja, drücke G, halten wahrscheinlich, ne? Achso, weil wir da auf dem Ding rumhängen, ja, auch nicht deppert, ne? Gut. Jetzt sagt man es wieder, ne? Ja, ich hätte es euch wieder vergessen können, ne? Der kennt mich, der kennt mich, der kennt mich in- und auswendig. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Okay. Schaut schon wieder, sagt er mal, ja? Oh nein, jetzt bin ich etwas zu hoch. Geil, geht's ja aus. Geht's alles aus. Super, super ist das. So, und wieder müssen wir es machen. Ich hab's schon wieder vergessen. Was müssen wir machen? Ah, auf X draufdrücken. Aber oh, das ist cool, das gefällt mir. Gibt es auch, glaube ich. Wir haben das Level gleich wieder fertig. Wahrscheinlich da vorne ist das Ziel. Wow, langsam super. Gefällt mir das Schweben. Eh cool, ja. Ist eh cool. Na, ist wirklich cool. So, aber da ist sonst nichts. Da ist sonst nichts. Da ist ja gar nichts sonst. So, da rauf muss man, da messen wir vier. Dort, glaube ich, auf den Königsfelsen, ja, da wartet schon der Simba. Da wartet schon der Simba auf uns. So, jetzt müssen wir wieder. Ah! Siehst du, jetzt hätte ich nämlich nicht gewusst, was wir machen müssen. Danke, Spiel, dass du mir das sagst. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst.
Es ist schon gut, dass ein Doppel geholfen wird, auch, gell? Ah, wirklich wahr. So. Ah, und wieder, genau. So, aber jetzt weiß ich nicht, was wir jetzt machen müssen. Ah, da steht's. Drücke X um einen großen. Danke. So, jetzt haben wir gleich, ist gleich Ende Gelände da vorne. Müssen wir da jetzt wahrscheinlich mit einem großen. Mr. Jo. Robinson, hier lang! Da müssen wir jetzt mit X um, glaube ich. Probieren wir es einmal. Geronimo! Geht sich alles aus? Geil, oder? Ja. Yeah. Das hat Spaß gemacht, Mr. Ja, Frederickson. Voll. Schön, dass es dir gefallen hat, Kleiner. Hey, haben Sie den Nebel gesehen? Ja. Wir sehen uns lieber mal um, bevor wir da mit dem Haus durchbrechen. Komm, wir machen es fest und sehen uns mal um. Ja, du sollst einmal fahren. Nee, tut das schon wieder aus. Das sind ja, was sind das für kurze Dinger da jetzt? Da ist kein. Ja, aber gar nicht so schlecht, weil da ist eine vorgegebene Bestzeit immer bei den ganzen Levels. Ist mir schon aufgefallen, ich wollte noch nicht drüber reden bis jetzt. Da ist nämlich 2 Minuten 18 und ich habe 3:14, also gar nicht so dämlich. Ne? Für das, dass ich da am Anfang eigentlich ja wirklich nicht auf Zeit geschaut habe, ja. Und einmal viel Zeit schon mal verquagelt habe, ist das nicht so dämlich, ja. Aber wieso sind die Levels jetzt alle so kurz? Ne, ist ja wurscht, dann ist es so. 1800, ich brauche Punkte, aber das ist trotzdem. Was nächstes Mal gehen wir schon auf 2000 dann. Dann haben wir eigentlich schon ein Fünftel. Müssen wir ein Fünftel vom Spiel fertig haben. Weil wie kann man denn sonst zu so? Ja, oder man muss dann. Nein, ich glaube, da muss man dann über Bestzeiten machen und so. Nein, da steige ich dann aus. Da gebe ich auch. Da gebe ich auch, da steige ich dann aus. Nein, aber auf Zeit. Nein. Ihr kennt es mir leider. Okay, na schauen wir mal. Wie viel da ausgeben kann ich eigentlich mit meinen Punkten dann. Und ob ich Cheats brauche überhaupt. Weil wenn ich keine Cheats brauche, muss ich ja nicht unbedingt die Gesamtpunkte für Cheats ausgeben. Dann kann ich es ja für die anderen Sachen ausgeben, für Bilder und so. Oder was auch immer da ist. Ne? Und die, wenn das nur diese Videos sind, von Intro und die Zwischensequenzen und so, die braucht man dann eigentlich auch nicht. Ne? Weil da geht man einfach in das Kapitel noch rein, dann hat man das Video, oder? Oder ist das was anderes? Nee, ist wurscht. Fragen über Fragen. Unvorstellbares bahnt sich an. Ja, wir werden jetzt den Bad verlassen, auch wenn er kurz ist. Im nächsten geht es dann weiter. Wir wissen nicht, ob das wieder ein kurzer sein wird. Unvorstellbares wird passieren. Das kann ich schon mal garantieren. Und dann sage ich Baba, tschüss, bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif und tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.